德国慕尼黑啤酒节在经过两个星期的欢腾之后顺利落幕了，总共吸引630万人参加。而在过去常会发生酒后打架闹事的情况，今年德国警方很自豪地说改善很多了。现在我们就跟着镜头去看看最后一天的盛况。数十位戴着帽子、身穿古骑士装的男士及长裙女士，用传统木质填充火药式短手枪对空鸣枪三次。为期两周的慕尼黑啤酒节的嘉年华会，转眼间来到最后一天。今年因为天气较为寒冷，游客比去年少一些，不过还是吸引了630万人来参加。身兼这次嘉年华主办人的慕尼黑副市长约瑟夫·施密德表示 ：“Also, wir haben eine Wiesn auf hohem Niveau, eine ruhige, schöne Herbstwiesn. Herbstwiesn sagt schon, das Wetter war teilweise wechselhaft, es war schon sehr kühl und deswegen waren die Zahlen leicht rückläufig. Wir haben 6,3 Millionen Besucher.” Das ist ein hohes Niveau. Letztes Jahr waren es 6,4 Millionen. Und diese 6,3 Millionen Besucher haben 6,5 Millionen Maß Bier getrunken. 由于许多游客在中午前就已经喝醉了，这些人可能会产生一些麻烦。警察发言人沃夫冈·温格说明一些预防性措施，控制了犯罪的数量。Wir hatten sogar mehr Einsätze als im letzten Jahr mit ca. 2300. Und es kommt aber daher, dass wir sehr viel im präventiven Bereich tätig waren. Und bei mehr Einsätzen hatten wir auch weniger Strafdelikte. Das ist eine gute Tendenz. Wir hatten weniger Schlägereien, auch mit Maskrug. Wir konnten Gott sei Dank die Taschendiebstähle etwas eindämmen.在嘉年华会中，时时可以看到三五成群的年轻男女朋友坐在一起畅饮啤酒，欢笑作乐。还有巨型游乐场、云霄飞车、自由落体等巨型游乐设施，而小朋友最爱的碰碰车和高空旋转荡秋千当然也少不了。在游乐场旁也有店铺卖写着啤酒节字形的大型星星巧克力饼干和食物。最后，当这些男女老少怀着愉快及满足的心情慢慢离去时，也为今年的慕尼黑啤酒节嘉年华会画下完美的句点。